Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego City Undercover. Guckt euch das an, Leute. Wir haben uns in der letzten Folge in einen Astronauten verwandelt. Zudem sind wir bei so einer Raumstation-NASA-Einrichtung eingebrochen. Und ich werde jetzt meine Kräfte dazu nutzen, um hier vorne den Kram hinzuschieben, damit... Sehr gut. TNT, da hatten wir uns schon gewundert, wann das jetzt hier mal zum Einsatz kommt. Ja, ich würde das Ganze... Oh, warte mal, aber hier oben? Hier war doch auch irgendwas, oder nicht? Letzte Vorbereitungen laufen. Betankung wird eingeleitet. Ja, scheinbar doch nicht. Raketentreibstofffüllstand 1% und steigend. Ja, einmal bitte Explosion. Raketentreibstofffüllstand 2% und steigend. Und hoch? Raketentreibstoffbetankung stoppt bei 3%. Hat vielleicht jemand einen Reservekanister im Kofferraum? Jetzt bin ich ja wieder runtergefahren. Irgendjemand? Nein, ich hab hier nix. So, Jungs. Okay, Jung. Dann muss eben jemand zur Tankstelle latschen und Sprit besorgen. Alter, wie krass das ist. Wir haben ja alle gar keine Chance. So, was willst du denn jetzt hier? Au! Okay, so viel dazu, der hat keine Chance. Der eine hat mir gerade ins Gesicht gehauen. So, aber ihr habt jetzt... Zack. Sag mal, bleib doch mal liegen. Danke. Jetzt muss mir nur noch was einfallen, wie ich all die Arbeiter aus dem Hangar kriege. Ach, ist doch egal. Einmal zum Dieb. Aufbrechen. Sehr gut. Hier bitte auch nochmal. Danke. Hä? Hier war ja kaum was drin. Nee, warte, aber hier. Was zum Aufbauen. Aus welchem Grund auch immer ich das jetzt brauche? Hä? Hier? Da dran klatschen? Egal, ich mach das gleich. Hä? Der ist verschwunden. War das jetzt irgendwie... Oh, oh. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht. So wie das. Ich glaube, wir haben natürlich einen Schlag alles kaputt. Ah ja, hier, aber hier ist ja schon so ein Ding. Wohl nicht die Lösung. Okay, jetzt habe ich nochmal so einen. Meine zweite Chance, oder was? Ah, ich kann das hier oben einsetzen. Unangenehm, ja, den einen. Oh nein. Kann ich hier nochmal irgendwie... Okay, der ist plötzlich wieder da. Gott sei Dank ist das Glück mit den dummen Leuten. So, das aktiviere ich. Ich möchte jetzt ganz gerne mein Mondlandungsding, weshalb ich hier drin bin. Sonst muss ich hier noch ein bisschen was kaputt schlagen. Das kann ich immer noch nicht benutzen, oder? Nee, nee. Einer fehlt noch. Ich kloppe jetzt hier einfach so lange, bis hier was passiert. Ah, hier ist noch... Hier in der Mitte? Ist da was versteckt? Nee. Ah. Ja, danke. Ich weiß zwar jetzt nicht ganz genau, was passiert, aber... Obwohl, doch, da kommt jetzt so ein Teleporter. Zick. Einmal verwandeln und tschüss. Bis später. Oh, das sieht auf jeden Fall interessant aus. Jetzt nicht daneben springen. Ja, sehr gut. Und los. Perfekt. Dankeschön. Ach komm. Komme ich da jetzt trotzdem noch mal hoch? Okay, alles kein Problem. Wie konnte ich denn da jetzt runterfallen? So, probieren wir es noch mal. Ja, geschafft. Ah, das ist das Sonnensystem, Leute. Ja, das könnte Ihre Aufmerksamkeit erregen. Hoffe, dieser Schacht da oben führt zum Hangar. Ja, bestimmt. Einmal hoch. Wow, das Energieniveau ist enorm gesunken. Ja, sorry. Alle Techniker bitte sofort. Oh, hallo. Als ob. Ob ich mit meinem Führerschein auch Raketen fliegen darf? Ja. Das auf jeden Fall. Ich hab auch einen Führerschein für alle möglichen Sachen. So, was mache ich jetzt hier? Ellie, wie kriege ich jetzt den Mondbuggy aus dem Shuttle? Da sollte sich ein Knopf befinden, um den Ladebereich zu öffnen. Und er braucht sicher Strom, oder? Ja, wieso? Ich glaube, ich habe die Stromversorgung unterbrochen. Und jetzt ist der Kontrollraum voller Leute. Okay, warte mal. Im Hangar sollten sich einige Hochleistungslaser befinden. Mit deren Hilfe solltest du Energie für das Shuttle bekommen. Schon der Hammer, was man im Internet so alles rausfinden kann. Okay, sonst noch was, das ich wissen sollte? Die jährliche Regenmenge von Lego City? Danke, Ellie. Ja, ich weiß eigentlich nicht ganz irgendwas mit dem Laser. Ah, warte, hier... Einmal gegenballern. Sehr gut. Jetzt wird das nämlich reflektiert. Jetzt verstehe ich. Au. Oh. Hallo?
Eieiei, das sind wieder schwierige Rätsel hier, aber ich bin ja Patrick Schlaukopf. Genau, so Jungs. Zack. Schön geblockt und dann gibt's auch die Fresse. Zack. Sag mal, jetzt hör doch auf. Warum wollt ihr denn immer noch... Hier, kriegst du einen Rainbow Kick. So, das müssen wir einmal anballern, damit es reflektiert. Dann... weiß ich nicht ganz genau, was wir hier machen müssen. Ah, hier können wir auf jeden Fall irgendwas aufbauen. Ah, den müssen wir jetzt auch hier einmal anschießen. Genau. Und dann hier vorne rüberschieben. Wahrscheinlich nach hier. Ich weiß nicht ganz genau, was es bringen soll. Wahrscheinlich können wir hier nochmal was kaputt machen. Oh! Juhu, endlich wieder ein Rätsel. Obwohl, ist jetzt ja nicht so schwer. Rot, grün. Okay, das schaffe ich. Einmal, zwei, drei, vier. Alter Schwede. Bam, Junge. Oh ja. Okay. Ja, perfekt. Den benutzen wir jetzt einmal. Anschießen. Ah ne, wir müssen hier auf die Seite. Hä? Hallo? Sag mal. Warum reflektiert ihr denn nicht? Wir machen doch alles richtig. Egal, wir gucken jetzt kurz mal hier vorne. Hier wird's blockiert. Hier muss noch irgendwas aufgebaut werden. Ah, guck mal hier. Ja, da brauchen wir aber die andere Farbe. Ah, hier kommt ein Farbwechsler. Einmal. Dann schießen wir das hier oben an. Sehr gut. Was kommt jetzt hier? Achso, da wird noch so ein Ding. Ja, genau. Das sprühe ich jetzt einmal oben, oder was? Laser 2 aktiviert. Ja, aber was denn mit Laser 1? Der müsste doch eigentlich auch astrein funktionieren. Hier. Laser 1 aktiviert. Basisfunktionen des Shuttles aktiviert. Hey, da ist der Buggy. Wer schreit da schon wieder nach einer Portion auf die Fresse? Kannst du haben. Sehr gut. Und fertig. Sag mal. Die tun mir aber auch manchmal ein bisschen leid. Nun gut. Einmal nach oben. Danke. Okay. Das Ding war ja noch gar nicht da. Ja gut, damit konnte ja niemand rechnen. Wäre ich da einfach komplett zerquetscht. Ganz vorsichtig. Vorsicht. Warum geht's hier geradeaus? Ah, nur eine Schlüsselkarte. Ja, ich habe keine Schlüsselkarte. Aber ich werde mal gucken, dass ich hier einmal reinkomme. So, sehr gut. Ja, was haben wir denn? Oh! Ich wurde kurz gegrillt, weil ich zu früh gedrückt habe. Und rein da. Schlüsselkarte? Ja, das sieht nach Schlüsselkarte aus. Gut, dann einmal hier reinstecken, bitte. Dann einmal hier. Und einmal bitte Mondlandungsroboter für Palette. Sorry. Ja, aber wir kennen uns ja aus. Die können wir ja wieder aufbauen. Ja, ich springe jetzt einfach hier runter. Fallschaden gibt's ja nicht. Sehr gut. Ja, ja, sieht aus wie nach der Anleitung. Keine Teile übrig. Das gibt's ja auch manchmal bei Lego. Perfekt. Tschüss. Jetzt kann ich einfach... Geil. Ja gut, wir fahren einfach raus. Hey, das ist mein Wagen. Du bist so besitzergreifend. Der gehört nicht dir. Na dann eben uns. Ihm jedenfalls nicht. Komm mit! Hoffentlich warten Chans Leute schon am Dock auf mich. Das hoffe ich allerdings auch. Ja, Apollo-Insel, Weltraumzentrum, Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Polizeimarkt, ja, hatten wir eins. Mit zwei sogar. Wow. Ja, ja. 94% von denen? Das ist ja krass. So viele hatten wir noch nie. Goldene Steine. Geschichte? Ja, ich würde ganz gerne... Ja, aber was war denn jetzt? Ich habe das doch nicht abgegeben. Oder kommt das jetzt? Ah ne, wir sind immer noch auf der Apollo-Insel. Fahrer, schlechte Nachrichten.
Meine Leute warten nicht auf dich am Dock. Ja, ich hab's gemerkt. Sie sind spät dran. Und mit spät dran meine ich... Sie sitzen hier auf Ihrem Hintern! Oh, Sie sind anscheinend doch los. Wen soll ich denn jetzt anschreien? Sie kommen also bald, richtig? Denk schon. Pass ja auf den Mondbuggy auf, solange Sie noch nicht da sind. Ich gehe raus auf die Straße und schreie ein paar Passanten zusammen. Bis dann, Fahrer. Ja, tschüss. Vielen Dank. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was ich machen soll. Gehe den sicher, okay, aus dem Weg bis... Achso, ich muss jetzt einfach nur ein bisschen gucken, dass ich den davonfahre. Bis Chans Leute da sind. Ja, das ist ja gar kein Problem. Ich bin ja ausgebildeter Videospielfahrer. Viele Jahre bin ich den Fernbus gefahren und habe dabei nur wenig Menschen verletzt. Guck mal, ich kann doch hier einfach bleiben. Können die irgendwie schießen? Hä? Was ist das für ein Geräusch? Ach so, ich muss nur noch 20 Sekunden hier überleben. Ja, ja, kein Problem. Das war gerade ein bisschen knapp. Ja, ich fahre jetzt... Ey, was soll... Sag mal, ey! Ihr könnt jetzt mal schön... Hier habe ich so eine Special Ability. So, ich bin jetzt hier weg. Ich fahre wieder zum Dock. Da sollte ich eigentlich sicher sein. Ah, da können wir uns jetzt aufladen. Perfekt. Chance-Leute sind bei den Docks eingetroffen. Bringen den Mondbuggy zu ihnen. Ja, mach ich. Moinsen, Jungs. Hier hat jemand einmal Mondbuggy zum Mitnehmen. Oh. Stopp. Ich. Okay, da bin ich. Einmal bitte abgeben. Sehr gut. Wurde aber auch Zeit, Jungs. Okay, die reden nicht mal mit mir. Kann ich auch mitfahren? Sag mal. Wir übernehmen ab hier. Folg uns ja nicht. Okay. Das habe ich aufgebaut, das Ding. Kontrollpunkt abgeschlossen. Kapitel 8. Die Befreiung. Eieieiei. Oh. Werde ich schon wieder angerufen? Ja, einmal. McCain. Bist du in der Nähe vom Zentrum? Klar, Chief. Warum? Ja. Wir haben Hinweise darauf, dass eine Gang Forrest Blackwell entführen will. Die halten ihn auf einem Gebäude in der Nähe des Wissenschaftsmuseums im Zentrum fest. Bin schon unterwegs. Wurde Verstärkung angefordert? Ja, aber bis die da sind, ist es zu spät. Also beeil dich ein bisschen. Ich will es mir wirklich nicht mit Forrest Blackwell verscherzen. Wer war nochmal Forrest? War das der Milliardär oder was? Guck mal, hier ist irgendwas. Ah, das kann ich nicht. Ja, toll. Oh, City Pizza. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Warte mal, den will ich kurz mal... Wenn wir den ein bisschen kaputt machen... Entschuldigung. Alter, ich habe gerade richtig gut Kohle bekommen. Dafür, dass ich hier alles kann. Es gibt auch irgendeinen Multiplikator für besonders viel Zerstörung. Oh ja. Den kriegt man aber wirklich gar nicht so... Sag mal, warum konnte ich das denn jetzt hier nicht kaputt machen? Okay, nach da oben müssen wir. Aber darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Leute, das war's mit der heutigen Folge. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Falls ihr neu seid, lasst ein Abo da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und dann geht's morgen um 14 Uhr weiter. Haut rein. Ciao, ciao.